Man sagt, Sie sind die Einzige für diesen Job. Sie müssen das Unmögliche für mich erledigen. Wonach suche ich? Pöni TV. Hallo zusammen, hier ist Hans-Ulrich Pöni Pönack mit Pöni TV. Unser Film in dieser Woche, Verschwörung. Sie sind inzwischen Kult, die drei Bestseller-Romane des schwedischen Thriller-Autoren Stieg Larsson, Verblendung, Verdammnis, Vergebung und ihre adäquaten skandinavischen Verfilmungen zwischen 2007 und 2009. Larsson selbst konnte an dem weltweiten Erfolg nicht mehr teilhaben, denn er verstarb 2004 im Alter von 50 Jahren. Jetzt wurde seine Millennium-Trilogie fortgeschrieben von dem schwedischen Schriftsteller David Lagercrantz. Deutscher Roman und jetziger Filmtitel Verschwörung. Lisbeth. Die haben mich reingelegt. Wer sind die? Genau das will ich rausfinden. Im Mittelpunkt die professionelle Cyberhackerin Lisbeth Salander. In den ersten drei Larsson-Filmen von Noomi Rapace sensationell gespielt. Heute tritt die Britin Claire Foy als Heldin für besonders kitzlige Aufträge an. Bist du nicht Lisbeth Salander? Die Kämpferin gegen das Unrecht? Das Mädchen mit dem Drachentattoo? Die Frau, die Männern wehtut, die Frauen wehtun? Nehmen Sie Ihr Kind und gehen Sie. Er wird Ihnen nie wieder etwas antun. Hilft gepeinigten Frauen und soll nun ein extremes, also schlimmes Computerprogramm sicherstellen, bevor es in die falschen Hände fällt. Das Perfide, ihre üble Gegenspielerin, ist ihre eigene Schurkenschwester, Camilla Salander. Irgendjemand muss immer die Schmerzen ertragen. Jetzt bist du dran. Hört sich spannend, gar aufregend an, ist es aber nicht. Beziehungsweise nur eine halbe Stunde von den 117 Filmminuten. Danach schludert der Film vor sich hin, ist weder Krimi Fisch noch Thriller Fleisch, interessiert sich weder für seine Figuren noch für einen stringenten, plausiblen Inhalt. Stattdessen durchleiden wir ein oberflächliches Behauptungskrimi-Kino mit nur behaupteter Wut, mäßigen Aufsageschauspielern sowie einer geradezu grässlich grauenvollen Musikdröhnung. Jetzt wird die Welt brennen. Und alle werden wissen, dass du es warst, die das Feuer entfacht hat. Schön wär's. Dazu kommt, dass die neue Lisbeth Salander-Akteurin Claire Foy der einzigen Salander-Interpretin Noomi Rapace in keinem Moment das Wasser reichen kann. Dreimal B für einen faden, anstrengenden neuen Krimi. Banal, belanglos, blöd. Einen Pöni für diesen neuen Thriller-Bastard Verschwörung. Weiterhin starten in dieser Woche folgende neue Filme im Kino. So viel Zeit, eine fürchterliche deutsche Kinoplärre um ehemalige Rockmusiker, die nochmal auf die Bühne zurück wollen. Primitives deutsches Filmleichtgewicht fürs gemächliche Versendungsfernsehen. Hat im Kino absolut nichts verloren. Halben Pöni. Charles Dickens, der Mann, der Weihnachten erfand, oder wie entstand einst die heute populäre Weihnachtsgeschichte A Christmas Carol oder eine Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens? Britisch fröhliches und sehr fantasievolles Familienfilmvergnügen, 3,5 Pönis. Cold War, der Breitengrad der Liebe, ein polnisches Filmschmuckstück für das Arthouse-Kino. Die Geschichte einer Liebe über die Nachkriegszeiten von Zweien, die sich nicht binden, aber auch nie voneinander loslassen können. 4,5 Pönis. Wahnsinn, Sangang! Ausführliche Textkritiken hierzu, aber auch zu über 4400 weiteren Filmen stehen auf meiner Webseite www.pönack.de. Darüber hinaus, ab jeden Mittwochabend gibt es zum Beispiel auf der Webseite von Spreeradio den wöchentlichen Pöni-Podcast Pönis Kinowoche. Und daneben Samstag folgt auf meiner Webseite der aktuelle private Pöni-Blog. In der kommenden Kinowoche besuchen wir eine schräge Weihnachtsfigur im Schräg, genannt der Grinch. Tschüss!